8 вертушки оказывают помощь. Я радиус прием. Я уже 30 часов в окружении. А для меня какой-нибудь вариантик есть у вас, а? Вы с минуты на минуту ждите помощь. 14, с минуты на минуту. Я радиус прием. По нашим расчетам помощь должна подойти в ближайшее время. Я радиус прием. Спасибо, родной ты мой. У меня уже 9 200-х, 300-х. Tag. So. Guten Tag. Sie sind der Herr von ARD, richtig? Ja, genau. Ich soll hier so eine Reportage machen. Ah, gut, ein paar also Bilder aufnehmen und ja, mir geht es im Schwerpunkt darum, hier ein realistisches Bild der Lage unseren Zuschauern in der Heimat zu liefern. Gut. Ja, und denen die Wahrheit hier darzustellen. Wunderbar. Poldi einmal antreten. Oh, mein Name ist Stabsfeldwebel, Onkel Sam, das ist Poldi, er ist der persönliche Leibwache. Bent. Ja, das müssen Sie jetzt nicht alles aufnehmen, das ist... Ja? Lass mal ganz kurz bei dir reinkommen. Wow! Manzani zu mir. Kamera auf, die war teuer. Windex. Ja, der wird langsam fertig werden hier. Windex, hast du nochmal mit, wie viel Talkits und Kostas? Nimm mal 2 Tourniquets mit. 2 und Kochsalz 1, gell? Ein Pack. 500. Ich weiß nicht, ob Kochsalz oder Blut, frag mal danach. Wie fühlen Sie sich jetzt bei der Sanitätsversorgung? Ich bin froh, meinen Beitrag leisten zu dürfen. Sehr gut. Mein Freund. Hast du mich fertig? Nee, warte. Okay, Windex. Hier. Fahrzeug 1 steht da vorne, Fahrzeug 2 ist Ditte und Fahrzeug 3 ist das da. Komm, Poldi. Alpha einmal bei mir sammeln. Kommandomäßig aus. Was? Dachte ich, dass man das so ganz normale Ausrüstung hat. So. Alpha sammeln, Marsch. Jetzt keine EGB-Kräfte oder sowas. Markus, Michel, also, zu mir. Poldi ist ihre persönliche Sicherungsfachkraft. Gut, fehlt noch einer. Tick, wo ist Tick? Grundsätzlich, sie machen das, was wir ihnen sagen. Wir sind für ihre Sicherheit verantwortlich. Mit, dass wir Ruhe haben. Nach Möglichkeit, beziehungsweise auf jeden Fall keine Alleingänge. Okay. Schütteln Sie ihren Sicherer niemals ab. Ja, an den Grenadier aufpassen mit Granaten. Wir haben in einer bewohnten Ortschaft, Tress ist mit dabei. Wir wollen keine zivilen Opfer haben. Ich verteile jetzt den Nummern. 1, Larkos. Das ist aber jetzt nicht für die Kamera. Ich verstehe gerade nichts, wegen den Hintergrundgeräuschen, da. Ja, ich sagte, die 1 ist Larkos. Check. Die 2 ist Tick. Können wir schauen. Jo, check. Ja, das können wir schauen. 3 Michel. Check. 4 Sawyer. Check. Gut. Folgendermaßen, wir gehen auf die Frequenz 66,9 und als Additional Channel richtet ihr euch einmal die 86,7 ein. Du bist Fahrzeugführer 3, Fahrzeug 3 ist dieses. Wir angegeben Fahrzeug 3 mit der Ausrüstung ausstatten. Check. Sollte ich ausfallen, übernimmt Tick die Führung. Sanimaterial ist da hinten, ausrüsten. Mhm. 61 Punkte. Normaler Soldat oder was ist das? 66,9 und 86,7. Von allen Bandagen jeweils 10 Stück, 5 bis 10 Morphin, 5 bis 10 Babys. Der Sanitäter von, zwei Tourniquets. Von Alpha, das ist. Hier, das da ist Fahrzeug 2, da kommt das gesamte Ausrüstungsgedöne von Weimar noch mit rein. Ja, die nimmt sie Check. Bandage, genau. Das muss noch gepackt werden, ASAP, beziehungsweise am besten gestern. Genau, wir sind dabei. Telefoncheck, Männer. Tim? Hier geblieben. Es gibt nicht mehr genügend Pack für meine Sony-Ausrüstung. Sorry, ich will nichts ganz Tech nochmal seine Nummer sagen. Ja, ich habe keine Nummer. Ich glaube, du bist die Nummer 2. Gut, dankeschön. Kann nicht sein. Also da müssen eigentlich 10 Packs pro Kiste drin sein. Nein, einmal Funkcheck. So, wer ist 1, komm, go. Auf welcher Frequenz sollen wir es machen? Habe ich auch eben angesagt. 66,9. 1 Funkcheck. Und die zweite Frequenz ist die 86,7. Oder? Wie funke ich denn 4. Auf dem Edition? Ja, 4 Check. Meine Shots. Larkos, hast du schon angeguckt, was du anhast? Einmal auf der 66. Nein, ich weiß ja Check, Michel, du fehlst noch. Windex ist Team Alpha. 3 Check. Gut, und du hast dann einen ganz auf der Additional nochmal einen Funkcheck. Overall. Wie funke ich auf dem Additional? Mit der Shortrange. Steuerung P. Dann gehst du auf die Plus-Taste.
Noch zusätzlichen Kanal festlegen. Habe ich schon gemacht. Ich weiß nur nicht, wie ich funke. Achso, mit der Taste T müsste das sein. Das ist mir dann ziemlich. Wurst. Funk so klein wie möglich zu halten, okay? Weil mit vier Leuten. Da kostet sich jetzt auch Funkkreis auf. Ja, da sind wir. Ich habe was gesagt von mit Ausrüstung. Sorry. Musste was austauschen. Wir wollen einen Funkcheck machen. Also, Funkcheck jetzt auf der Additional. Fängt an. Sample Poly, bitte komm. Eins, check. Gut, zwei. Zwei, check. Positiv, 3 check. 4. Gut, pass auf. Michel, du packst das ganze Kamerazeug mit dem Reporter in Fahrzeug 2. Du fährst bei Fahrzeug 2 mit, verstanden? Welches Fahrzeug 2? Fahrzeug 2 ist das mittige, bevor du wegrennst. Wenn wir ins Hotel ankommen, wirst du wahrscheinlich im Hotel bleiben als Reserve bzw. als CFR, verstanden? Gut. Ja. Dann nehmen wir Informationen. Der nächste Fall, ich habe nicht die Ausrüstung, die ich haben muss. Es fehlen noch Packs in den Kisten. Ja, dann stöber nochmal in den Kisten rum. Danach packst du den Kram schnellstmöglich im Fahrzeug 2, verstanden? Alles klar, verstanden. Marsch. Gut. Du bist übrigens Fahrer. Ich und Larkos, ihr seid NG und Greeny. Bei der Sicherung des Gebäudes werde ich euch beide, wenn möglich, aufs Dach stellen. Ich will, dass alle fünf, sagen wir alle drei Minuten auf der Additional von Tick. Ja, Tick, du führst den kleinen Teiltrupp dann. Das heißt, du bist einmal ein Lebenszeichen kommt über Funk. Ja, dass ihr noch da seid, dass euch keiner weggesniped hat oder so. Ja. Mit MG und Granatwerfer könnt ihr relativ gut zusammenwirken. Dementsprechend, Tick, du hast die Erfahrung, du führst euch beide. Ja. Gut, Sawyer, du als Pionier sitzt bei Fahrzeug 3, Fahrzeug 1. Das linke als Beifahrer auf. Ja, du dementsprechend in Pioniertätigkeit eingesetzt. Tick macht Fahrzeugführer, Fahrzeug 1. Check. Gut. Dann jetzt Dinge tun, ausrüsten, Kameraden unterstützen. Auf geht's. Wo sind die Kisten, die wir aufladen sollen? Wir sollten. Zwei Munitionskisten und eine Sandkiste. Jackson 66.9. Ja, also klar, Sam, wie viele Kisten sollen wir aufladen auf die Fahrzeuge? Also eigentlich war geplant, wir haben hinten jetzt zwei Sanitätskisten drin. In eurem Karren kommen zwei Munitionskisten rein. Ihr müsst gegebenenfalls die Ersatzreifen rauspacken. Ersatzreifen bringen sowieso nichts. Wenn wir auf eine IED drauf fahren, sind alle Reifen Fratze, dann ist das sowieso scheißegal. Ja, check. Okay, Jungs, nehmt einfach zwei Munitionskisten, ladet die ein. Wir reden, falls Ersatzreifen ausladen. Ersatzreifen, wir brauchen die wahrscheinlich eh nicht. Munitionskisten, wo sind die? Das sind die da hinten, dem Fahrzeug 3 da hinten. Windex, welches ist Fahrzeug 1? Fahrzeug 1 ist das hier. Check. Ja, wow. Hin, die in der Ecke sind unangetastet. Was, du kommst hier nicht so als Gefahrenzulage? Bei der ARD. Item too heavy, kann man nicht ziehen oder dragen. Viel mehr als sie. Kannst du auch direkt beladen. Zurecht. Wenn wir Glück haben. Auch zu Recht. Weil das, was sie hier das machen, das ist ja, das kann man ja kaum Arbeit nennen. Ja, das stimmt allerdings, ja. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen bezahlter Urlaub. Ja, eben. Ein bisschen durch die Gegend fahren. Gut. Nightfire hast du alles? Ja, und Boss spielen. Eben. Also, ist hier eine Kamera drin? Spaß, hier das so durch die Gegend fahren, Fensterrampe, Waffe rauslehnen, sagen, hey, Kief braucht man Sonne, beziehungsweise Nightfire braucht man Sonne. Und keiner kann dir was tun. Ja. Eben. Ich hoffe, wir erleben heute auch noch mal ein bisschen Action. Dass ich ein paar gute Bilder aufnehmen kann. Habe ich da die Munitionskisten eingeladen? Ja, aber das ist ja angeblich Fahrzeug 2. Ne, das ist Fahrzeug 1 hier vorne. Da ist Kamerazeug drin. Okay, warte mal, das ist falsch. Das da vorne, das da vorne ist Fahrzeug 1, das ist Fahrzeug 2 und Fahrzeug 3 steht da ganz hinten. Hier, Ober. Achtung. Michel, das ist hier, die falsche Karre. Kamera-Equipment. Kameraausrüstung in das Fahrzeug. Dinger weg vom Bundeswehr-Equipment. Auspacken. Packen also Bundeswehr-Kamera. Das Zeug da rein? Genau, dein Zeug, das Kamerazeug in das Fahrzeug rein. Also dieser Igel. Hab auch schon gehört, der soll pervers schlecht sein. Was sagen Sie dazu? Nightfire? Ja. Bin eigentlich zufrieden damit. Was ist denn los? Dann der Transaktionskontrolle. Dann werfen Reifen durchdrehen. Ja. Okay. Das ist ganz gut, weil Bernd. Hat jeder Kabelbinder dabei. Mit dem er fährt. Check. Beim Wolf, der
Jetzt musst du die Reifen durchdrehen und dann ist auch an eurem Rohrstöpsel. Ja, nimm Check. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Deswegen ist das schon eine Klasse. Ja, vor allem, da Bernd jetzt nicht mehr so eine Scheiße bauen kann. Also es ist ein, aus ihrer Sicht ein gutes Auto. Ja, es ist ein gutes Auto. Kommt damit von A nach B. Ah, das Auto muss ein Stück nach hinten, sonst kann ich nicht beladen. Das ist aber schon relativ teuer, ne? Ja, dann fahr ich zurück. Viel Geld, das Auto. Ja, das ist natürlich nicht mein Problem. Opel Corsa hätte es in meinen Augen auch getan. Ja, natürlich. Hätte auch getan, oder ein Ford Fiesta. Ja, eben. Ja, das wäre gar nicht schlecht gewesen. Da muss die Bundeswehr, die muss sich ja da schon, ja. Ja, ich verstehe auch nicht, warum wir hier... Index. Ja, hier. Wie sieht es bei dir aus, dein Fahrzeug? Ist eine gute Frage. Also gerade am Melan, eine Kiste muss noch drauf, ihr müsst das Fahrzeug weg, das muss was nach hinten. Eigentlich sollte man hier die Verteidigungsgründe sind vielleicht damit dafür ein bisschen lang. Können Sie einmal hier aus dem Verladebereich einmal rausgehen, eventuell da hinten zu dem Baum, dann können Sie Ihr Interview weiterführen, wir müssen hier mal eben fertig verladen. Sam? Ist hinter meinem Auto frei? Was passt da rein? Das Fahrzeug ist das Motor, steht im Moment. Ja, jetzt frei. Außerhalb das Haus, ne? Sachte fahren, sachte fahren! Ja, PS. Bernd, reiß dich zusammen. Ich hoffe mal, dass es näher dran. Die können euch töten. So, Sie haben also einen Migrationshintergrund? Ich? Ja. Stick, du überwachst das verladende Fahrzeug und so. Ich komme aus dem wilden Kurdistan, aber ich muss jetzt hier leider weitermachen. Also, Jungs, ich kümmere mich über Gänsewerte. Hier ist noch eine Bewegkiste drin, hier ist noch eine Bewegkiste drin, die muss raus. Ich merke schon, Sie sind schwer beschäftigt. Hä? Ich dachte, die kommt jetzt da rein. Nein, das ist immer noch das Fahrzeug 2. Fahrzeug 1 steht da vorne. Das wäre sehr, das kommt schon. Fahrzeug 1. Hier, pack mal die BW-Kiste. Jo. Ja, bin schon dran. Hier vorne ist noch Kamera-Equipment drin. Dann breche ich ab. Dann muss das Fahrzeug da erstmal weg. Also Sam, das ist das Fahrzeug 1. Das ist das Fahrzeug 2. Das ist Fahrzeug 1. Ah, gut. Dann müssen Sie noch mal kurz mitkommen, der Herr. Und da ist nämlich noch Ihr Kamera-Equipment drin. Warum kann ich die Kiste nicht tragen? Weil sie zu schwer ist, deswegen müssen wir die Fahrzeuge die ganze Zeit umpacken. Das ist parken. So. Kannst du aber auch nicht mehr einladen. Hier ist gar nichts drin. Keine Ahnung, ich konnte sie gerade eben einpacken. Doch, ja, dann pack einfach das Fahrzeug jetzt an die Moonkiste und hau die rein. Ja, wenn da alle rumstehen, dann geht das nicht. Oh, die Herren, geht mal bitte jetzt von unserem Fahrzeug weg. Wir müssen das da vorne hinparken, damit wir die Munition einladen können. Seien Sie vorsichtig mit meinem Kamera-Equipment. Ja, bitte. Keine Sorge. Und einer muss bitte das Fahrzeug da, das Fahrzeug 2 da wegfahren. Alles in guten Händen. Ich hab mehr. Oh, Information nochmal an alle Kräfte. Wenn wir im Einsatzgebiet sind, bzw. die Kaserne verlassen, keine Funkfrequenzen mehr. Da gibt es ein Zirkel. Na, Jack, du bist Kraftfahrer, du bist jetzt verantwortlich, dass dir die Munkiste auf unser Fahrzeug 1 aufgeladen wird. Fahrzeug 1 ist das in der Mitte. Nein, ich bin Kurde, kein Rumäne. Fahrzeug 2 muss weggefahren werden. Nee, gar nicht verstanden. Was muss aufgeladen werden? Mach ich das mal eben. Mach mal ja, 2 Munitionskisten kommen noch auf Fahrzeug 1. Dann gehen Sie wieder zurück in die Heimat. Hallo, Jack. Ich? Ja, du damit verantwortlich dafür. Achtung, einmal Platz im Fahrzeug 2 machen. So, Lagos. Fahrzeug 1. Lagos. Ja? Komm mal mit. Schnapp dir hier meine Waffenkiste, eine die voll ist. Sind Sie als Flüchtling und führ die ins Fahrzeug 1 ein. Nein. Ich versuch's, aber es muss erstmal hier stehen. Ich bin Deutsch. Was musst du? Das muss aber erst hier stehen. Wir können es nicht tragen. Sieht aber nicht so aus. Achso, okay, ja, übrigens, ja. Migrationshintergrund. Okay, also Sie waren mal Flüchtling. Also sind Sie doch als Flüchtling. Korrektur, wir können es bewegen. Nein. Okay. Gut, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ja. Dicke Achtung, direkt hinter dir ist eine Munitionskiste. Richtig stehen. Oh. Ich lade. Das nenne ich da mal Präzision. Wo haben Sie denn so gut fahren gelernt? Ich bringe die zweite Munitionskiste direkt einmal zum Fahrzeug 1. Einmal bitte zur Seite, die Kiste muss da durch. Obacht. Oh fuck, leck mir am Arsch, bist du denn lebensmüde? Ich will mich umbringen. Ich sehe nach hinten gar nichts. Pass auf, ne? Die Dinger können einen töten. Ja, das habe ich gerade auch gemerkt. Hier. 20 Grad nach links, genau. Ich will einfach ab, das reicht. So, passt. Gut. Also nochmal, also wo haben Sie denn so gut fahren gelernt? Ja, ich bin Türke. Ach so, mein Vater hat mich schon mit 14 Auto fahren lassen.
Ja. Da wächst man ja schon mit dem Schlüssel vom 3er BMW auf. Ja, schon ist ein Fahrzeug 1. Der Drift King. Also, ah, verstanden. Okay. Also das heißt, das hier Alpha meldet Marschbereitschaft, Fahrzeug 1 ist beladet. Gesamtführung verstanden. Fahrzeug 1 braucht doch noch eine Sunny-Kiste. Gut, dann jetzt auch Fahrzeug 1 aufsitzen, alle bis auf unseren CFR. Und, Juniors Beifahrer, Fahrzeugführer ist Tick, ich und. Michael, du bist hier noch mit. Wer was noch da kostet, zum Hinlaufen. Alltag geben, bis mit. Ja, hier ist eine Bagger. Oh, alle werden Fahrzeuge besetzen. Wir wollen los. Oh, Tipp hier. Der Staatsoffizier, Quatschen einstellen, wir wollen losfahren. Ich muss erstmal eine Kamera hier. Ist eingepackt. So. Muss in Fahrzeug 1 nicht noch eine Sunny-Kiste rein? Passt nicht. Yep. User in your channel timed out. Die setzen sich da mal. Wer das? Habt ihr jetzt eigentlich irgendwo her? Auf Fahrzeug 2. Habt ihr jetzt irgendwoher Nachtsichtgeräte eigentlich bekommen? Da haben wir keine Sunny-Kiste mit dabei. Sollen wir die noch einen reintun? Nein. Hat Windex, habt ihr eigentlich irgendwo jetzt Nachtsichtgeräte noch herbekommen? Fahrzeug 3 hat 2 Sunny-Kisten, wir haben 2 Munitionskisten. Nee, werden wir aber wahrscheinlich auch nicht brauchen. Okay, wunderbar. So, einer muss mich lotsen. Sam für Windex? Ich bestimme nicht. Fahrzeug 2 nochmal absetzen. Sam für Windex? Ja. Naja, brauchen wir Nachtsichtgeräte? Okay, Männer, 86-7 ist nur für uns, ne? Irgendwie durchgegeben, Fahrzeug 1 kennt Marschroute, kurzer Zwischenhalt am Checkpoint, nähert Fahrzeug 1 abmachen. Gut, Sawyer, wenn du anhältst... Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Sawyer, wenn du IEDs findest, auf Führungsfunk, direkt Convoy Halt befehlen, ja, das auch alle das bleiben. Oh, das bin ich stark, tut mir leid. Der Rest ist still, ja, außer Tick und der Pionier. Fahrzeug Neurold. Habt ihr eigentlich auch gerade irgendwo eine Stimme gehört? Nö, du bist geisteskrank, lass dich nur suchen. Oh, wie muss ich fahren? Ah, geht ja nur links. Wie gesagt, ich lotse nicht, ein anderer muss lotsen. Aber du musst links. Geht ja nur links. Aber jetzt muss hier einer mal schauen, dass ich jetzt hier mal gelotse. So links. Nächster Beauftragter jetzt jemand. An der nächsten T-Kreuzung biegst du rechts ab und dann folgst du nur der Straße bis zum Zielort. Jo, Achtung, vor uns ist ein LKW. Oh, Fahrzeug kommt entgegen. So, die nächste T-Kreuzung biege ich links ab. Rechts, ja. Ja, gut, dass ich nur nachfrage. Wenn euch was verdächtig vorkommt, weichen wir offroad auf die rechte Seite aus. Gerade bei Gegenverkehr. Wir holen landwirtschaftlichen Verkehr. Positiv 1, 2 folgen. Mann, diese Ficker hier. Auch keinen von denen. Der war schon schön hier, erinnert mich schon ein bisschen an den. Fahrzeug 1, rechts der Straße weiter folgen. Achtung, rechts von links. 2 rechts. Den Turbolader. Boah, fuck. Junge, hab ich nur das Geschütz gesehen. Junge, wer ist denn eigentlich da oben? Der kann auch mal ein bisschen durchspringen. Was soll ich? Ja, mal ein bisschen ansagen, wenn du was siehst. Schießt das als allererstes. Sam für Windex? Ja. Ja, bei der Gabelung rechts oder ja, links? Gabelung links halt, beziehungsweise kurzer Zwischenstopp in Checkpoint, Nerz. Ja, verstanden, halten uns links halten kurz an. Checkpoint in Sicht. Halt an der Weggabelung an. Ja.
Hallo, wir sind die Bundeswehr. Achso, ihr seid auch die Bundeswehr. Soll ich jetzt halten oder was? Ja, erstmal halten auf dem Westbahn. Gut, 1 absitzen Richtung Nord, 3 Richtung Süd sichern, Fahrzeug 2 bleibt in Mitte, wir machen ein paar Firmen auf. Okay, Männer, verteilt euch, nutzt die Türme hier, ja, schwerpunktmäßig nach Nord. Ja, ist in dem Fahrzeug, wo sie gerade drin waren, das war da. In dem Fahrzeug ist die Kameragedöne drin. Nehmen Sie am besten die kleine. Ja, einen am besten nochmal in die Schranke schließen, wenn möglich. Gut. Ja gut, auf jeden Fall arbeiten wir hier mit stellenweise schon mit neu aufgestellten örtlichen Behörden zusammen. Und auf jeden Fall im Südbereich der Josef. Haben wir die Lage soweit schon mal stabilisiert. Guten Tag. Gut, Michel, sobald der Weimo seine richtige, Entschuldigung, der Herr Martin seine richtige Kamera wieder ausgepackt hat, dann direkt die alte Kamera wieder einpacken. Ja, Sawyer? Sawyer? Sicher mal nach Westen, mir gefällt der Kirchturm da oben nicht. Gut, du bleibst, hältst dich, weg. Gut. Jungs, ist bei euch alles gut. Check. Wir kennen uns. Achso, ja, ist richtig. Aktuell, wie gesagt, Einsatzsituation, da haben wir keine Namensschilder. Da wir ja mäßig im Wesentlichen. Ja, gut, dann geht das so? Geht das so? Aktuell, ich kann Ihnen Folgendes garantieren. Dieses Kräfteaufgebot ist auf jeden Fall zweckdienlich. Wir haben aktuell im Wesentlichen die gesamte Südhälfte mit einem minimalen Aufgebot an Kräften freigekämpft und humanitäre Hilfe in großen Teilen geleistet. Aktuell haben wir die Separatisten, die noch übrig sind, in den Bereich nördlich dieses Checkpoints, den sie da vorne sehen. 1 bis 4 Status. 1 grün. Ja. 2 grün. 3 grün. 4 grün. Check. Grundsätzlich ist das ja eine humanitäre Mission, um den Frieden in diesem Land wiederherzustellen. Das ist eine offizielle NATO-Mission. Beziehungsweise auch noch von den United Nations ebenfalls mit einem Mandat ausgestattet. Deswegen völkerrechtlich ist das hier alles picobello. Nein, grundsätzlich geht es darum, dass wir uns dafür einsetzen, dass hier nicht Nacht für Nacht Zivilisten, unschuldige Bevölkerung Nacht für Nacht abgemetzelt werden. Und ich kann Ihnen Folgendes garantieren. Wenn wir diese Grenze bzw. dieses Tor da hinten durchschreiten, ist es relativ fragwürdig, ob die Bilder, die wir dann sehen werden, ob die für die ARD bzw. öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten noch geeignet sind. Sie haben stellenweise die Leute gesehen, die Leute, die Sie da mit den Fahrzeugen rumfahren gesehen haben.
Durch den Einsatz, durch unseren Einsatz führen Sie endlich wieder ein glückliches Leben. Das gesamte Land ist vom Bürgerkrieg zerrüttet gewesen, als wir hier angelandet sind. Wir haben diese weiten Teile bis jetzt befriedet und unsere Interviewzeit ist jetzt leider abgelaufen, deswegen würde ich Sie bitten, jetzt Ihr Material wieder einzupacken. Wir verlegen weiter. Alle Mann aufsitzen, Fahrzeuge fertig machen. Gut, alle Mann aufsitzen, wieder dieselbe Fahrzeuge fertig machen, Marschbereitschaft herstellen. Gut. Fahrzeug 3, Marschbereitschaft hergestellt. Index? Ja. Fahrzeug 1, bereit für Rock'n'Roll. Da sagst du was. Nordwesten die Straße hoch schauen, dass wir ein bisschen besser machen. Das ist hier halt durch ARD gesponsert. Kalt? Eventuell ja, in der Tat. Ansonsten, wenn wir nicht mehr wieder anhalten müssen, welche Lage auch immer, dann ziehen wir durch. Aussitzen. Soll Fahrzeug 1 mal mit doppeltem Abstand vorfahren, dass du ein bisschen Zeit hast zu reagieren? Bitte? Wie guckst du mit auf die Straße wegen IDs? Okay, Information für Fahrzeugführer 1. Wir haben einen doppelten Abstand zu Fahrzeug 2. Das heißt, wir fahren etwas weiter vor. Natürlich. Eine Kugelmagnet. Hier 1. Abmarsch? Frage? Abmarsch bestätigt. Marschbefehl erteilt. Okay, go. Ja, Fahrzeug 1 setzt sich in Bewegung. 2 rollt. 3 rollt. Dann bringen wir mal Demokratie, wa? Ah, ich bin froh, wenn wir hier lebendig nach Hause kommen heute. Der ARD-Reporter, Alter. Ach, wir haben bis jetzt jeden anderen Tag überlebt. Oder bist du schon mal gestorben? Außerdem so viel Feinkontakt hatten wir ja auch nicht. Alter, ich hab keine Lust, mehr mein Leben für so einen scheiß Hippie hier zu geben, ey. Der jammert nur rum von wegen Steuergelderverschwendung. Soll doch selber mal hier 6 Monate sein und rumfinden, ey. Ja, Mensch, das ist die Presse, ne? Ah, hier oben wird ein ganz schönes Lüftchen. Alle Fahrzeuge dann auf der Mitte der Straße halten, gegebenenfalls Begegnungsverkehr ausweichen. Ja, Fahrzeug 1, weicht entgegenkommenden Verkehr rechts auf Lockout. Vor uns verstanden, 2 wird eben voll folgen. Was ist los? Vor uns die Blume. Ah, warte mal, das ist mir nicht geheuer. Ah, hier Fahrzeug 1, haben Pylone mit Zivilisten vor uns, komm. Positiv. Ja, ich versuche mal die Situation zu klären. Der kommt auf uns zu. Verstanden, 1 absitzen. Der Rest bleibt aufgesessen, sichert mich ab. Hallo meine Söhne, bitte helft mir. Sag mal, was kann man für Sie tun? Ich habe einen Unfall gemacht. Positiv, sitzt er da drin? Ich bin seit Tagen nur von Beerdigung zu Beerdigung, weil viel Leid über unser Land gekommen ist. Ja, das glaube ich. Positiv, ja gut. Beobachten. Dann 3 auch ebenfalls absitzen, Sicherung im Rückraum auf. Okay, bleiben Sie mit dem Fahrzeug. Also gut, Pionier einmal absitzen, das Fahrzeug reparieren. Ja, Pater, kommen Sie mal mit, bitte. Fahrzeug. Dann können Sie dem Herrn hier auch direkt zeigen, vielleicht wo ihr Problem liegt. Windex, was ist da vorne Phase? Ja, hier ist ein Pastor, dessen Fahrzeug gegen den Stein gecrashed ist. Ich lasse den Pionier. Hier ist ein Pastor, dessen Fahrzeug gegen den Stein gefahren ist. Ich lasse den Pionier das mal reparieren, beziehungsweise mal anschauen. Verstanden. Poldi, passt dann einfach auf den Typen auf. Ich erinnere Sie nochmal, dass Sie jetzt veranstalten, ist auf eigene Gefahr. Sawyer, ich sicher dich. Achtung, der ARD, Martin, ist abgesessen, der kommt nach vorne, versucht das möglichst pressefreundlich zu halten. Okay, Männer, Sawyer, du reparierst das Fahrzeug, wenn möglich, ich sichere Sawyer, MG hält Umschau. Vor allem den rechts auf dem Berghang. Ah, und Windex wird da vorne schnell fertig. Sam, haben wir noch einen Ersatzreifen übrig? Negativ.
Fahrzeug nähert sich vom Gehöft, linksseitig auf Marschrichtung. Achtung, Fahrzeugkontakt Richtung West. Achtung, Fahrzeug 3. Frage, Marsch fortsetzen oder sollen wir den Reporter sein Interview füllen lassen kommen? Das ist jetzt nicht so glorreich für uns, wir haben keinen, wie gesagt. Gucken Sie einmal in den Wagen, ob der einen Ersatzreifen selbst dabei hat. Aber mir gefällt es gerade gar nicht. Okay, ist Ihre Einschätzung. Ja, wir sind jetzt ziemlich offen. Ich wollte das Interview zu Ende führen lassen, dann aber schnellstmöglich aufsitzen. Den Herren, können wir den noch mitnehmen oder sind alle Fahrzeuge besetzt? Das geht gar nicht. Also wenn, hat er einen Ersatzreifen dabei? Der hat einen dabei, ja, aber er braucht zwei. Ja, Sawyer, versuch mal den einen Reifen dran zu machen, dann kann er vielleicht das Fahrzeug noch irgendwie bewegen. Ja, dann können wir da nichts machen. Wenn irgendwer noch so ein... Ist nicht möglich. Dingens, wie heißt der, so ein Mobiltelefon, so ein Wegwerftelefon hat, gebt ihm eins von den Dingern, dann kann er sich ein Taxi rufen oder einen Bus oder was weiß ich. Wieso... Soll man den Gehöft fragen, wo das Auto gerade weg ist. Komm. Hab ich keinen passenden Schlüssel für, das Rad aufzuziehen. Ja, verstanden. So, Windex wird jetzt fertig da vorne. Windex fertig werden. ARD Reporter wirkt unbelehrbar, Windex noch immer im Gespräch.
So, alle Mann auf die an die Fahrzeuge wieder. Keine Diskussion mehr einstellen, aufsitzen. Bringt mir hier den Priester mit. Kief, der Priester kommt mit, kommt in deinen Wagen hinten rein. Ihr nehmt den mit bis Butlovo, dann schmeißt ihr ihn raus. Ja, schon aussitzen. Ja, verstanden. Fahrzeug 3 verstanden, Marschbereitschaft hergestellt. Naja, warte noch. Die brauchen da vorne noch, bis die da in die Felder. Ich hoffe, Sie nehmen uns das nicht übel, aber wir haben gelernt, ja ein wenig misstrauisch und vorsichtig zu sein in diesem Land. Sie kennen das ja selber. Das ist ein Massaker. Ja. Mal die Sicherung hier weiter aufrechterhalten. Es ist halt übel, dass unser Land leider heimgesucht hat. Nehmen Sie es mir nicht persönlich, aber auch wenn ich Sie sehr gerne mag, ja, möchte ich Sie doch nicht auf meine Beerdigung haben. Dafür bin ich noch zu jung. Ich denke, der Herr Reporter auch. Mut 1 aufsitzen. Sitzt. Fahrzeug 1 aufgesessen. Ja, wartet eben noch, bis wir hier alle drin sind, beziehungsweise bis wir alle verladen haben, dann könnt ihr aufsitzen. Frage an Sawyer, brauchst du hier so ein Navi? Micro Dagger? Nee, hab ich. Weil jetzt, wo du das kann ich nochmal einstellen eben. Oh, alle aufsitzen. Gut, aktueller Marsch bis Budlovo. Da setzen wir einen Priester ab, dann geht's weiter. Fahrzeug 2 Marschbereitschaft hergestellt. Ja, wir brauchen hier noch eine Sekunde zum Einstellen. Ich hoffe, ihr habt Helmkameras dabei, damit das nachher nicht so ein einseitiger ARD-Bericht wird. Wer wieder nur schlecht geredet werden. Den musst du abwürgen, Mann. Das kannst du nicht zulassen, sowas. Es ist viel zu offen gewesen gerade. Wie sieht's bei 1 aus? Alles grün. Naja, Marschbereitschaft hergestellt. Gut, 1 Marsch, doppelter Abstand, 2. Ja, einsetzliche Bewegung. Zu marschiert. 3 Volt. Ist da überhaupt sein Auto abgeschlossen? Übrigens, Auffälligkeit: Am Anfang hatten wir relativ viel Verkehr, diese Straße hier wird gemieden. Okay. Check. Ja, stimmt, hast recht. Lass mal, das gibt's mal durch. Das Auto Elektromotor, da machen wir das. Center, Index, komm. Hören. Ja, mein Pio meinte gerade, es wäre auffällig, dass die Straße jetzt ziemlich gemieden wird, dafür, dass wir eben so viel Verkehr hatten. Gegebenenfalls Minenlage. Brennendes Gebäude vor uns, brennendes Gebäude vor uns. Ja, verstanden, gegebenenfalls Minenlage. Oder extrem rauchendes Gebäude vor uns. 2 Abstände. Ja, hier 1 haben stark brennendes bzw. rauchendes Gebäude voraus. Ja, weiter annähern. Sieht wie ein perfekter Hinterhalt aus, möglich. AMG behält hier mal schwerpunktmäßig Ostport aus dem Auge. Check. Okay, 1 hält, sitzt ab und prüft, was vor Ort ist, würde ich sagen. Noch ein Stück weiter vor, wir wollen hier nicht im Gewalt stehen bleiben. Ja, verstanden. Soll ich mit absetzen oder oben im Fahrzeug bleiben? MG-Schütze und Fahrer bleiben aufgesessen. Sawyer ist mein Nahsicherer. Check. Gut, 2-3 Absitze. Ich muss noch kroppst. Yeah.
Ja, hier, Windex, haben eine Leiche entdeckt. Vermutlich gab es ein Gefecht, weiterer Truck, der hier brennt. Versuchen Leichen zu bergen, komm. Verstanden, haben wir Leichtsäcke dabei? Können Sie den Reporter mit der Kamera mal bitte aufhalten? Und positiv. CFR Alpha hat Leichensäcke dabei. Ja, dann eintüten und an der Seite packen. Wie es aussieht, zwei Zivilisten tot, vermutlich durch Schüsse. Exekutiert, oder? Nicht einsehbar. Einer lag neben dem Fahrzeugwrack, der andere an der Hausecke. Okay, gut. Personalien aufnehmen, wenn du gut, wird Personalien aufgenommen, eintüten, an den Straßenrand legen und dann nichts wie weg hier. Ja, die lassen sich irgendwie nicht ziehen. Ja, muss erst ein Leichensack rein. Bindex für dich, Fahrzeug hier ist unauffällig, keine ID. Ah, verstanden. Haben weitere Leichen hier entdeckt im Gebäude. Na, verstanden. Wo sollen die Leichensäcke hingetragen werden? Einfach am Straßenrand. Ja, hier ist noch einer. Check, macht da vorne so schnell wie möglich fertig. Sind die Fahrzeuge auf der rechten Straßenseite geprüft, ob da irgendwie Sprengstoffgedöne dran ist? Ja, bisher ist frei. Wir checken noch die Gebäude ab. Lagebericht, Häuser sehen soweit frei aus, konnten keine Personen antreffen. Letzte Leiche wird gerade eingepackt, dann ziehen wir weiter. Einmal aufsitzen, wir verlegen weiter. Okay, MG, Fahrzeugeinsicherung, Schwerpunkt jetzt Richtung Straße. Fahrzeug 1, Abmarsch bereit. Checkst du mit? Sichere Richtung Straße. Nehme ich den Priester weiter mit, Fahrzeug 3 hier. Positiv. Was soll denn die Frage, will der den hier in diesen Massengrab lassen oder was? Noch beschissener ist, wenn ihn einfach da hinten steht.
Fahrzeug 1 setzt sich in Bewegung. Ja, warte, Fahrzeug 1 halte, noch nicht weiter. So, Fahrzeug 2 ist machbar. Jetzt eine Leiche vergessen, by the way. Oh mein Gott. Ist egal. Beschuss? 3, wie sieht's aus? Ja, 3 gehört weiter. 1 hat Beschuss bekommen, soweit ich weiß. Hast du auch gehört? Das war ja, wir verlegen weiter, wir verlegen weiter. Hier keinen Feinkontakt suchen. Okay, 2 Marsch, 1 Marsch, hopp, 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 hopp. 2 Volt. Ja, verstanden, 1 bricht durch über Hauptstraße. Das war so ein Ticken, ne? So ein Klack. Ja. Ich hab den Schuss auch gesehen. Wo kam der? Von hinten, irgendwo. Achtung, links. Nee. Links, doch, links, ID! Stopp! ID, links, Seite, links! Weiterfahren, weiter rechts übers Feld, weiter rechts übers Feld, Achtung, Fahrzeug 3, ID linke Seite, Sawyer, schläfst du. Oh, und jetzt wieder links auf die Straße drauf. Okay, Sawyer, Fahrer, checken. Fahrzeug 3, Fahrzeug 3, Status. Check, so, Fahrzeug 2, Geschwindigkeit verhindern, achtet weiter auf die Straße. Ekfa, so dass du noch rechtzeitig reagieren kannst, wenn irgendwer was sich meldet, ja? Jo. Junge, bin ich ein Drift King. Die Männer, ja. Wir haben gerade Beschuss bekommen. Ich denke mal, dass wir auch in Mokrowski nicht allzu willkommen sind. Bleibt trotzdem deeskalativ, aber haltet auf jeden Fall alle Augen offen. Ist das rechts? Fahrzeug 1. Langsamer. Fahrzeug 1, pass auf, rechte Straße, könnte gegebenenfalls was rauskommen. Scheiße, ist schon wieder ID. Erstmal weiterfahren, erstmal ein Stück weiterfahren. Weiter. Effekt von dieser scheiß ID. Sawyer, pennst du da vorne? Ich hab's nicht gesehen. Der rechter Wegrand an dem Weg, wo ich gerade gesagt habe, dass es da rechts reingeht. Konvoi durchfahren. Dann Fahrzeuge halt. Wir entschärfen das Ding, dann geht's weiter. Oh, Fahrzeuge halt. Absicht. Sam für Windex? Ja, höre. Ja, ich schlage sonst vor, dass wir den Rest der Strecke Offroad zurücklegen. Nix, krieg ich einen mit? Ja, ich komm mit. Weg. Max, bleib doch an deinem Mann dran, der steht da vorne alleine. Ja, Problem war, dass der Priester hier rumrennt und wir nicht wissen, ob hier noch Minen liegen. Ja, und wenn, dann findet er sie. Das ist aber sein Boss. Pionier beginnt mit der Arbeit.
Ladung entschärft, Ladung entschärft. Gut, dann alle mal wieder. Ich brauche hier vorne jemanden zur Sicherung der Mine. Wenn Alpha wieder eingetroffen ist, aufsitzen. Zwei mit dem Käse. Kannst du die Mine aufnehmen? Na, guck mal, dass er hier den Pressefuzzi wieder in den Wagen verladen bekommt. Alles cool. Frage, ist das Rasen in unser Fahrzeuginventar dann die USBV abzulegen? Ah ja, positiv. Der Reporter ist gerade noch ein bisschen dabei, den Priester zu interviewen wollen, aber es geht gerade gar nicht. Ja gut, dann fertig machen, Klamotten einpacken, wir wollen weiter. Wir können sonst, ja, von der Stadt, wenn wir den ERP zurückbringen, können wir ja auch über Dolina und dann müssen wir auch dort fahren, dass wir nicht über die Strecke nochmal. So, Equipment vom Kameramann ist drin. Gut, dann gerade mal wieder aufsitzen. Ja, Frage, was mache ich mit dem Priester? Der hat sich jetzt hier entschieden, die Landschaft zu genießen. Ja, dann genießt er jetzt hier die Mannschaft weiter. Ja, das war ja bei Frage, genau. Gut, alles aufgesessen. Drei, haben Marschbereitschaft hergestellt. So, Abmarschbereitschaft hergestellt, 1 Marsch, Geschwindigkeit auf 40 verringern, Sawyer 8 auf die Straße. 1 setzt sich in Bewegung. 2 setzt sich in Bewegung. 3 rollt. Turbolader hier mal aktivieren. Ja, Fahrer, fahr mal am besten so ein bisschen rechts halbseitig der Straße, dass du so ein bisschen auf dem Offroad-Bereich bist. Ja, das ist jetzt auch nicht in der Sache. Na gut, Befehl ist Befehl. 1, was macht ihr da? Ich habe den Fahrer angewiesen, dass er mal sich ein bisschen rechts halten muss, dass wir zumindest eine Seite dann nicht mehr von dem AEB wechseln. Da sehe ich aber nichts. Ja, das ist ja, auch nicht so eine Sache. Das ist nicht so cool. Komm, jetzt bin ich dieser gleich weglassen. Wenn ich auch gleich ankomme. Schaut, dass keiner ins Inventar von unserem Auto geht, da liegt eine Entschärfung USBV drin. Ja, weißt du was, ich nehme die einfach erstmal hin. Wenn ich rufe Stopp, ne, musst du sofort in die Eisen, ne? Jo. Die Nahbereiche sind echt schwer zu sehen, ne? Durch das Gras. Ja. Aber bisher haben wir ganz gut ausgewichen, würde ich sagen. Wir hatten Glück, mehr nicht. Richtig, die war glaube ich rechts neben uns auf einmal. Ja, wir werden wahrscheinlich auch nachher... ID, links vor uns. Ja, ja. ID. Jack, halt. Gut, alle mal wieder absitzen. Fahrzeug 1, Entschärfung einleiten. Ich bin
Alter, das hat mich jetzt auch geschockt. Pionier meldet zwei IDs. Check. Tatsache, da ist ja sogar noch eine. Pionier beginnt mit Annäherung auf Mine 1. Geh halt mal den Berghang nordöstlich im Auge. Pionier meldet Mine 1 entschärft. Soll ich wieder aufnehmen? Ja, komm mal nach. Siehst du die zweite Mine von deiner Position aus? Zweite Mine von hier aus schwer einsichtig. Wir prüfen das kurz. Dauert aber womöglich einen Moment. Hast du eigentlich Sprengstoff dabei? Nein, habe ich nicht. Pionier beginnt mit Annäherung an Mine 2. Pionier, das war eine kontrollierte Sprengung, weiter die Straße runter, ungefähr 100 Meter. Mine 2 wurde entschärft. Mine 2 entschärft. Wie kann ich mich wieder bewegen? Wiederhole vom Feind, womöglich gesprengt. Verstanden. Triggerman? Oder ähnliches? Nicht in Sicht. Wir werden dann vermutlich in den Gebäuden vor uns, aber keine Einsicht. Check. Wir machen dann erstmal weiter. Okay, aktuelle Lage. ID wahrscheinlich durch Triggerman ausgelöst. Wir rücken erstmal weiter vor, versuchen das nächste Dorf zu klären, gegebenenfalls herauszufinden, ob da irgendwo ein Triggerman sitzt. KZ 17, Buschreihe, ungefähr 400 Meter. Ich glaube, ich habe eine Person gesichtet, die sich da hinter den Büschen befindet.
Auf unsere Höhe? Check, da ist definitiv jemand. So, gut, dann aufsitzen wir, verlegen weiter. Meldet es mal im globalen Chat. Das war im allgemeinen Chat. Fahrzeug 3, Marschbereitschaft hergestellt. Eins aufgesessen. Ihr habt es mitgekriegt, oder? Was ich gesagt habe. Ja. Fahrzeug 1, ihr habt noch hinten links einen stehen. Dann halt man in die Richtung auch die Sicherung. MKZ 17, Feind hinter Busch, ist wahrscheinlich Triggerman mit Waffe auf uns gerichtet. MKZ 17, verstanden. Fahrzeug 1. Erstmal weiter vor. Können wir nicht Offroad fahren oder so? Ja, ich hab ihn MKZ 17. Ich bestätige den Kontakt. Er richtet mit der Waffe auf uns. Ist das so? Viel weiterfahren, richtig? Positiv erstmal weiterfahren. Wo ist der Tick? Beschreib mal. Siehst du diesen Berg da? Okay, wir haben Richtung links. MKZ 17 da im Berghang. Ein Gegner, wahrscheinlich feindlichen Schützen. Sobald er auch nur irgendwas macht, was dir nicht vorher ist. Ich habe halt jetzt keine Sicht mehr auf die Straße. Aber wir versuchen uns hinter den zu setzen und den dann gegebenenfalls festzunehmen. Wenn er oben anfängt zu bewegen, waren Schüsse in die Richtung. Also was? Um euch alle gekannt zu haben. Was soll ich jetzt machen? Ja, behalt ihn im Auge. Ja, ich bin Fahrer, was soll ich machen? Genau, hier Position halten. Bravo, Stellung halten, Alpha, um die Stellung von dem Typen sichern, den Kerl festnehmen erstmal und durchsuchen. Ich kann nicht sagen, ob der nach hinten weggegangen ist. Ne, er sitzt noch. Michael, wo bist du? Rufmänner jetzt nur noch, Unterhaltung auf Funk und leise stellen. Okay, Achtung, 1 Alpha, du stehst direkt an dem Mann quasi dran, der ist im Busch vor dir. Feuer hier vom Ausrücktrupp Alpha, eine verdächtige Person festgenommen. Wir bringen ihn erstmal runter, dass wir da ein bisschen Deckung haben in eines der Gebäude. Richtung? Rückraum vermutlich. Lass von 1 aussitzen. Ja, sichern. Okay. MKZ 50, ein Jeep, 2 Personen, fährt auf. MG, ich sehe immer nach Richtung hinten. Kann ich nicht, kann ich nicht. Ich gebe mal einen Schuss oder was soll ich machen? Erstmal warten, erstmal warten. Zur Meldung, also der Mann hat so viel Sprengstoff in der Tasche, da besteht kein Zweifel, das ist unser Mann. Check. Personen bewegen sich zu Fuß uns auf uns zu, komm. Ja, verstanden, erstmal bitten, eben anzuhalten. Sicherung da hinten aufrechterhalten, ein Mann geht daran, der andere sichert.
befinden mich hier bei den Steinen. Quatschen. Achtung, der Reporter kommt da zu dem Typen. Welcher Bunker war das, der linke? Okay, verstanden. Ich brauche einmal Sanitäter. Windex, ich brauche dich mal bei mir. Isolation hier hinten ist beruhigt. Sawyer für Windex. Sawyer für Windex. Ja, der hört. Ja, hatte der Typ eigentlich einen Zünder dabei? Ja, positiv. M152. Verstanden. Also ganz wichtig, ob das Funkgerät hat Leben. Haben wir eigentlich eine 360 Grad Sicherung stehen oder sind da alle vorne am Container? Die Ausrüstung wurde scheinbar vom Boden verschluckt. Hallo Fahrzeug, wie sieht's bei euch aus? Seid ihr fertig? Ja, wir sind fertig, wir können ihn gefangen verladen. Oh, Fahrzeug 3, wie sieht's bei euch da hinten aus mit den beiden Zivilisten? Ja, wir haben hier die zwei Zivilisten. Die glauben übrigens, dass wir einen Luftschlag verübt haben auf einen ihrer Orte, aber so sind die, glaube ich, furchtbar friedlich. Kannst du ihn versichern, das waren wir nicht. Ja, ist zu spät, ich hab schon gesagt, das waren wir. Nein, natürlich habe ich dir das gesagt.
Dann guck mal, dass ihr die da irgendwie losgeeist bekommt, wir müssen weiter. Steht eigentlich irgendwas sichernd Richtung Nordost? Check ich, Lakos. Fahrzeug 3, Marschbereitschaft hergestellt. Gut, hier Windex, ich lade den Kriegsgefangenen ein und checke Poldi mit dem Reporter zurück. Ja, check. Fahrzeug 3 schon mal wenden, ihr kriegt gleich den Kunden reingeladen. Wenden, selbe Strecke, die wir gekommen sind? Negativ, wir fahren hier gleich Richtung Südwest-Querfeld ein auf die, den Waldweg. Wir wollen noch eben den lieben ID-Reporter zeigen, was für eine Ausrüstung der Mann hatte. Sawyer präsentiert das gerade. So, dann haben wir hier einmal zwei PMR-3 Störfahrdrapien, die haben wir bei dem Herrn gefunden. Dann diese zwei Klötze hier. Oh, und alle, der Gefangene ist in Fahrzeug 3 eingeladen. Dann check so, alle Mann aufsitzen, wir wollen weiter. Granaten vom Typ F1 geborgen bei dem Mann. Komm, wir müssen hier mal die Zuschauer sehen. Jo, wir sitzen auch. Na, soll er auch aufsitzen? Der ist so super, ey. Ich entwickle richtig einen Hass auf ihn. Nee, der ja, ist Mann, fantastisch ich hasse ihn auch. Rolle, ey. Ja. Lass dir mal hier aus, was denn vergessen. Also ich hab mir schon überlegt, ob ich ihn einfach mal dezent erschieße. Aber ohne Wissen, das ist so ein richtig öffentlich-rechtlicher Reporter. Der könnte das echt machen, finde ich. Das ist einfach nur Spaß. Nee, das läuft ganz anders. Die dürfen die Leute nicht anpissen. Machen alles, was sie sagen und was sie hinterher halt schreiben, ist halt ihre Sache, ne? Ja. Oh, alle mal aufsitzen, Fahrzeug 1 wenden. Wo sind wir hier überhaupt gelandet? Ich hab keinen blassen Schimmer. Arsch der Welt. Ah doch, ich weiß, wo wir sind. Wir sind genau da zur Abgabelung zum Hotel, glaube ich. Mhm. Aber wenn du links fährst, ah. Endet ja die Hauptstraße. End of the road. So, Fahrzeug 2 wenden, dann 1. Ja. Dann Fahrzeug 1 Marsch, dann nächste Möglichkeit links ab. Boah, Frage, soll ich mal. Einsatzbewegung. Das Funkgerät des Gefangenen abhören. Jawohl. Und positiv. Ja, oder ich gebe das mal an hier den. Gib's mir. Den. Ja, gib's mal an Sawyer. Fahrzeug 2, mehr Abstand. Bitte? Ja, ich hab schon. Ich stell mal Lautsprecher ein, dass ihr hört, falls sie funken. Wow, so ein scheiß Hase, Alter. Leck mich, ey. Sag ja, Mann, war paranoid. Ja, weil er das gerade zum Männchen gemacht hat. Stadt in Sicht. Oh. ID, Force ID. Eins, was ist los? Halt! ID. Dann irgendwie Fahrzeuge zurücksetzen, 3 zurück, 2 zurück. Das Funkgerät wieder, das ist nicht verwertbar gerade. So weit zurück, dass wir links und rechts Freifläche haben. Ja, stopp. Das bringt gar nicht diese Glückverkamera, wenn da meine Hand davor ist, ey.
Der Pionier hier, ich würde mir ganz gerne die umliegenden Berge angucken, bevor ich in den Triggerman laufe. Weiter nach hinten? Weg halt! Gut, okay. Dann, gut, dann einmal wieder absetzen. Ja, hier Sicherungsbereiche aufbauen. Ich möchte alles abgedeckt haben. Haltet besonders den Nahbereich im Auge, gegebenenfalls auch die Bergspitzen, dass der Pure gescheit arbeitet. Hast du dein Funkgerät? Also BW-Funkgerät? Ja, klar, natürlich. Okay, gehst du sofort zur ID, ich geh dann wieder mit der Reihenfahrer. Hat der Pionier Freigabe zum Folgen? Von der Welt, kommt von deinem Gruppenführer. Beginn mit der Annäherung. Ja, danke. Ich hab was huschen gesehen. Ja, noch gute 100 Meter weiter. In der Kurve. Gruppenführer für Kiefer. Ja. Also der Typ im Auto ist definitiv gefesselt, ne? Da kann er jetzt nichts machen, korrekt? Positiv. Kiefende. Sein Verbindex? Höre. Habe Einsicht auf die Stadt, wo sehr schwarze Rauchwolken, vermutlich irgendwas, was brennt. Positiv. Vorschlag, Fahrzeug 1 zieht mal 10, 20 Meter nach, dass das MG auch die Stadt im Auge behalten kann. Dann ist sie aber quasi von links nicht mehr gedeckt. Es geht mir darum, dass wir hier keine Büsche haben, dass sich keiner von annähern kann und hier eine RPG reinheizen kann. Check. Hier, Achtung, ich sehe in der Stadt zwei bewaffnete Männer. Laufen durch die Gegend. Und nimm die Waffe auf den Rücken und auch mit denen in die Hand. Ist das ungefähr auf Höhe von so einem Wellblechdach? Ja, richtig. Positiv. Achtung, MKZ 14, Personen auf Dächern. Ich weiß nicht, ob du... Triggerman, vermutlich auf den Dächern des großen Gebäudes. Ja, herrlich. Du hast erwischt. Ja, die Leute auf den Dächern sind auch bewaffnet. Okay, dann vorne einrauchen, den verwundeten Bergen. Ja, verstanden. Poldi, ich brauch dich mal raus. Wiederholen. Poldi, absitzen. Ja, verstanden. Sie bleiben eben sitzen. Soll MG-Fahrzeug 1 mit vorrücken? Negativ, bleibt vor Ort, dass ihr gedeckt seid. Ich schieb ihn auf. Schlag vor, die Hauptroute nicht weiter zu befahren. Positives machen wir so. Windex, du gibst gleich den Weg an. Wir müssen nur am Hotel irgendwie marsch, marsch. Ja, der CFR kommt nur dann angelaufen, wenn ich das sage. Es kann nicht sein, dass der CFR hier auf der Freifläche steht, wenn hier ein Anschlag passiert ist. Habt ihr Fahrzeugkontakt? Zwei Personen nähern sich, vermutlich unbewaffnet. Check. Pack den Verwundeten ins Fahrzeug, wir fahren dann langsam erstmal durchs Gebüsch weiter. Ich will hier nicht leider hängen. Ja, falls, soll ich ein Gespräch mit den beiden Personen suchen?
Welche Richtung? Die Straße runter Richtung Dorf. Ein Mann weiß. Negativ. Packt unsere Leute ein und dann fahren wir weiter. Ja, Sani ist gerade dabei. Der Sani braucht aber hier Behandlungszeit. Ja, kann man im Fahrzeug machen. Sam für Windex. Jawohl. Ja, die rechte Person im weißen Kittel sagt, sie ist Arztpraxis im Dorf, bietet uns auch Hilfe an, den verletzten Kameraden gegebenenfalls zu nähen oder zu operieren kommen. Ja, verstanden. Danken Sie ihm und wir kommen gerne augenzwinkernd auf ihn zurück. Ja, verstanden. Frage, weiteres Verfahren mit den Zivilisten, soll ich jemanden zu dir schicken, oder? Wir sind in der Verwundetenversorgung. Sag dem, wir treffen uns gleich unten im Dorf. Ja, verstanden. Okay, hier Windex, Personen werden jetzt Richtung Dorf runterverlegen, habe denen mitgeteilt, sie sollen außerdem Waffen zu Hause lassen, beziehungsweise den Dorf haben sollen. Verstanden. Okay, allgemeine Lagemeldung, wir haben zwei augenscheinlich bewaffnete Personen auf dem Dach vom Zielobjekt. Am Eingang vom Hotel befindet sich ein Interpaster mit zwei bewaffneten Menschen. Blickkontakt.
Ecke. Lageinformation, wir haben 4 bewaffnete Personen aufgeklärt. 2 davon standen mit einem Pastor vor dem Hotel. Es wird sich noch rausstellen, ob wir uns feindlich oder freundlich gesinnt sind. Gut, habe ich verstanden. Okay, wenn nächstes Mal ran. Lageinformation, wir versuchen den Verbundeten jetzt möglichst schnell zur Arztpraxis zu bringen, damit er doch behandelt wird. Fahrzeug 3 Marschbereitschaft hergestellt. Oh, 1 Marschbereitschaft wiederherstellen, 2 Marschbereitschaft herstellen. Ich hätte erstmal wieder raus. So, Männer, wir treten den bewaffneten Kräften erstmal deeskalierend gegenüber. Ganz fertig. 2 aufsitzen, komm, hopp, hopp. Okay, dann 1 Abmarsch. Du bestimmst wen. Ja, 1 rollt. Wenn du den Mann im weißen Kittel siehst, sag Bescheid, MG-Schütze, ne? Das ist nämlich der Dorf, der soll sein, wo wir hin müssen. Check. Ja, wenn ihr den weißen, also wenn ihr den seht, dann lasst mich kurz aussteigen. Junge, mein Beschuss ist, dreht dich so das Pedal durch. Ja, wir müssen es vorher erstmal stabil kriegen. Nein, das braucht nicht. Junge, wenn es Feuer gibt, dann ist hier gar nichts mehr stabil. So auf der Straße 2 Personen. Sichtbar. Einer davon ist der Arzt, glaube ich. Heißt der Kittel? Ein Kittel. Danach aus, ja. Ja, dann check. Halt an, wenn du kurz davor bist, dann rede ich. Ja, davon rechts, rechts. Ich sehe den Arzt, rechte Seite. Bewaffnete Person, linksseitig von uns. Ja, verstanden. Mach doch nicht sitze ab. Oder sag, wenn du anhältst. Bleib doch stehen! Ja, weiß gar nicht, ich hieß weiterfahren. Du bringst ihn damit um, wenn du das machst. Ja. Oh,
Fahrzeug 1, wir müssen weiter. Ich bleib dann bei Sawyer, bis er behandelt ist. Wir sollten das nicht aufteilen. Ja, egal. Frage, kann ich noch Omni 1, 2 Bodyguards bekommen? Mich und Sawyer? Hast schon eins, hast schon einen. Zwei bewaffnete Personen im Hotel gehen ins Hotel. So, ich halt. Sollen wir absetzen? Oh, alles was kann, absitzen. Tick, wir sollten auf Staff, ja. Oder? Warte mal noch kurz. Was zeigt er uns an? Was ist der schöne Lied? Michel? Hören Sie. Mecken Sie, warte. Michel für Windex? Da. Das ist ein Remix, den hatte meine Vater gemacht. Was tun Sie hier? Wer denn du? Wir sind hier für humanitäre Hilfe. Ich glaube nicht. Dabei. Das ist den Spanisch Russen. Gucken. Gucken in die Richtung. Reporter dabei, der hier gleich Interviews durchführen wird. Ja. Okay. Kief, wo bist du? Oder am Fahrzeug? Ja, ich habe jetzt hier kein, nicht voll mit dem Gespräch anzufangen. Bitte geh weiter. Will jetzt zurück. Ich weiß noch immer noch nicht, was in der Sprache ist. Aber ich mache mal kurz gleich. Lageinformation für dich, Sam. Ja, Praxis wird hier gerade stark frequentiert. Wie gesagt, wenn du Leute abstellen kannst zur Sicherung, wäre das hilfreich. Check. Zwei Mann von Alpha noch mit zur Arztpraxis rüber. Okay, ich melde sich, ich nehme Nightfall mit. Night? Ich glaube. Ja, dann Tick und wer war noch hier? Larkos. Tico und Larkos, ihr kommt zur Arztpraxis, ihr sichert mit ab. Hey, ich dachte, die anderen beiden gehen schon dahin. Ja, das war kein. Ja, ja, da kommen gerade schon zwei. Da fehlen gerade Befehle heute. Zwei bewaffnete Personen oben am Hotel. Auf der rechten Seite. Ja, Jack, hab's im Auge. Oder weil du's im Auge. Aber wirkt deeskalieren. Sawyer für Windex. Keine Ahnung. Eine Nacht, Mann, Sawyer für Windex. Warum wissen sie davon? Oh ja, für Windex. Sawyer für Windex, sprich mit mir. Musst du dazu folgen? Moment. Ja, wir haben ja ein Problem. Wie gesagt. Was macht der denn nackte Mann? Wir jagen halt diese Fraktion Roter Morgen. Ja, geht schon. Die wesentliche Frage ist: Bist du in Ordnung? Warum wissen Sie von den Toten in Gudloff? Warum wissen Sie von den IDs? Komm, die Toten brauchen? Sind keine. Ja, da. Zwei Stunden tot. Und die IDs lagen auch noch nicht lange da. Gestern ist mal eine Patrouille durchgefahren. Hallo. Noch so. Glaub, wir haben also diese Toten, also ich bin definitiv der Ansicht, dass diese Typen schon mehr als zwei Stunden tot sind. Wir waren heute Morgen und da lagen die auch schon. Und wir nehmen jetzt halt einfach an, dass die
jetzt irgendwo sich an eurem Checkpoint vorbeigeschlichen haben? Also ich nehme einfach an, dass also irgendwie... wer waren das? Der Doktor und der Typ in der blauen Jacke, wenn ich mich richtig erinnere. Der war, die meinten, ihr hättet ihn irgendwie auf Kaffee, Kuchen eingeladen oder sowas? Checkpoint Nerz? Sowas? Florian, wir gehen in Bar, falls du uns suchst. Der Herr, bitte entfernen Sie sich von unserem Fahrzeug. Da drumherum gelaufen sind, dann nach Defle und dann wieder hier hoch. Und halt, wir waren heute Morgen im Bluedorf, haben sie jetzt... Lageinformation, Steuer steht wieder, wir verlegen dann zum Hotel. Da, das ist ja nicht sehr okay. Also ich meine, Sie können gerne... Verstanden. Ich möchte ja nicht sagen, dass das schlecht ist, aber... Ja, das ist natürlich Vorliebe von der Bundeswehr, wenn das so ist, aber das ja, ist ja nicht ist gut, ja nicht. Das könnte erkrankt werden. Du bist sowieso offen, halt die Schnauze, wir gehen jetzt in den Kopf. Ja. Er redet immer weiter. Tick, behalt mal den Typen, der da vorne läuft im Auge, der war gerade an unserem Fahrzeug und hat sich dazu schaffen gemacht. Zumindest ganz kurz. Ja, da liegt ein G36 drin, das dürfen wir jetzt nicht verlieren. Nee, ich meine am anderen Fahrzeug. Irgendwo vor mir ist die Hundemarke, da ist er. Okay. Das da vorne. Können Sie die mal gucken? G36, ich warte auf dich. Haben halt, wir haben sie halt hier ausgeschaltet. Also, ich bin mir sicher, das Dorf würde sagen, dass wir... eigentlich die Guten sind. Also, das ist ja wunderschön. Ich habe gehört, Ihre Kameraden sind gerade in die Kneipe was trinken gegangen. Ja, ist doch was. Ja, bis Gott. Nö, ist doch so wunderbar. Dann ich hoffe nicht so schnell. Tick, wer ist unser Sprengstoffexperte? Der Poldi, ja? Hey, Lagos. Halt Sawyer. Gut, Alpha. Alpha, ins Gebäude einrücken, Etage für Etage durchsichern. Bravo, wir halten außen erstmal die Stadt. Frage, wer sind die bewaffneten Kräfte hier? Ja. Achso, Entschuldigung. Also, wir wollen fragen, ob wir einmal kriechen können, ob wir uns sicher in Frage, was sind da? Ja, halt mal kurz zurück, der ist gerade zum Gespräch. Wir auch gutes Geld dafür bekommen. Tick, kommst du zu mir? Hol dich mal da vorne mit deinem Jeep auf, wir bleiben draußen. Jo, bin da. Achtung, verdächtige Informationen gerade geleakt. Hier sind Männer unterwegs mit Waffen auf dem Rücken, einer davon trägt eine grüne Weste. Der Arzt sagte gerade, die wären einfach zum Eingang mit uns angekommen. Danke für das Interview. Also vermutlich Feind. Windex, geh mal mit dem Hotelbesitzer mit, ihr sichert das Gebäude, der Rest... Guten Tag. Guten Tag. Ja, ich habe da vorne einen Raucher vorbereitet. Da können Sie sicher sein, die... Da, wo der Tisch steht und diese roten Stühle mit der schwarzen... Und bitte einmal hier ein Pionier bitte die Fahrzeuge vorne einmal beide überprüfen. Genau. Kann es sein, dass hier irgendwelche bewaffneten Leute einfach reinlaufen? Ich hoffe nicht, dass Sie... Hallo, wer ist der Typ? Hallo, Sie, bleiben Sie mal stehen, bitte. Ja, hier. Wieso? Ja, was gibt's denn? Ja, wer sind Sie denn, dass Sie hier mit einer Waffe rumlaufen? Wieso, ich lauf doch gar nicht. Ist ja nicht Sie gemeint, glaube ich. Okay. Okay, alles klar. Also, ah, kennen Sie den Hotel? Der schreit ganz schön laut, Ihr Kollege. Wollen Sie, wie lange ist... Warum hat denn der sich in Französisch schnackt hin? Die sind heute abgekommen. Sie sind sich erstmal hier außerhalb des Ringes hier aufzuhalten. Ich habe meinen Zimmer gemietet, ich möchte jetzt gerne... Warte mal kurz, Dick. Ist das jetzt irgendwie... Ja. Keine Ahnung, müssen Sie den noch rein? Ihre Waffe macht mich nicht nervös, das ist der Grund. Und Ihre macht mich nicht nervös, oder was? Ja, Sie haben ja nichts dagegen, wenn wir uns ein bisschen hier umschauen. Sie haben nichts dagegen, wenn wir uns mal das Hotel ein bisschen durchschauen. Ja, hier läuft immer noch ein bewaffneter Typ rum, der meint, er gehört zum Sicherheitspersonal. Dick. Der ist einfach hier durch die Sicherung durchgelaufen. Check meinen Rucksack hier. Der ist leer. Mal kurz Abstand, ja. Das ist meiner. Hier, rote Bereiche sind der Tabu, ne? Sollen wir jetzt hier nach irgendeine Person abhalten, das kleine zu finden, oder nicht? Ja, rote Bereiche sind... Positiv erstmal abhalten, dass wir das hier gesichert haben. Ja? Wieso ist das so? Person mit Waffen oder ohne Waffen? Blackus, ich geh weiter. Erstmal grundsätzlich alle. Was ist denn da drin? Nix. Nichts. Check mal die Paar. Keine Person drinne? Keine Person drinne? Aus dem Weg, ihr Nutten, der Boss ist hier. Ich geh links. Check. Okay, Waffen. Komm mal mit. Gepäck. Hey. Ich check das Gepäck. Also bitte, als erstes ist noch ein Raum. Nicht betrunken. Und als zweites haben ich und meine Brüder hier in dieser Hut eine Bude gemietet. Ja, aus Unterhosen ist ja nichts. Ich würde gerne mein Zimmer beziehen wollen. Ich check mal den Strom. Ja. Müssen die leider heute draußen bleiben, was soll das denn? Ich
Klär das mal ab. Auch eine Kiste. Ja, ja, sonst nehmen wir das mit der Bezahlung. Das ist kein Problem. Ja, das sind auch überhol dich. Also, geht fast. Okay, wir haben eine Treppe im Hinterbereich. Geh mal weiter hoch, oder? Die geht's nicht mehr weiter. Ja. Ja, wir seien ihm $400 pro Person. Mr. Man in Black. Ja, was los? Ja, pass auf, der Hotelbesitzer hat ja die ganzen bewaffneten Personen im Hotel einquartiert. Ich habe ihm gerade gesagt, dass die Bundeswehr die Zahlung übernimmt für die Zimmer und dass die Personen auf jeden Fall außerhalb des Sicherungsringes bleiben müssen für heute. Tick, wir müssen ja, noch außerdem hat er ja rot markierte Bereiche, die wir nicht betreten sollen, bzw. nicht betreten dürfen. Sollen wir uns daran halten oder die trotzdem durchsuchen? Nochmal? Ich würde den Raum hier noch ganz kurz gerne angucken. Ja klar, den habe ich gesehen. Okay, sieht sauber aus. Also, was ist mit den geschlossenen? Jungs, wie lange ist das Hotel durchsucht? Wir sind aktuell dabei, sind jetzt im ersten Stock. Das sieht nach einem Aufzugsschacht aus. Können wir den öffnen? Ja. Ja, hier im Ort. Kannst du keine Türen öffnen? Ja, ein Scharfschütze hat hier ins Dorf geschossen. Und wer hat das geregelt? Sicherlich nicht ihr. Ja, hier links. Hier ist eine Toilette. Das habe ich nicht gesagt, check. Aber nicht ja. Ich persönlich, ich aber es wurde geregelt. Sam, für Volli. Ich erkenne... Ja, ja. Wir hier sind, der Reporter möchte unbedingt mit dir sprechen. Ja, check. Wir waren bewaffnete Männer von auf dem Balkon. Sind hier noch bewaffnete Männer? Ja. Nein. Blank $1000 auf die Hand. Und wir dürfen uns hier für die nächsten Stunden komplett frei bewegen. $1000. Das ist doch mal eine richtige Stange Geld für Sie. Eine Stunde. Lakos, ich check den Balkon hier. Check, warte noch, bis ich vorbei bin. Hey Sida, was machen Sie da? Wie viel? Spazieren? Die gehockte Haltung. Was heißt, ich bin gerade auf die Stiefel gekotzt. Ich glaube, ich werde mich jetzt echt mal eben woanders. Oh, Scheiße, ich pack doch den Boden, ich pack doch den Boden. Oh Mann, ich bin verletzt. Richtig. Gut. Lakos, geh nicht auf den Balkon, der ist unter der Liste. Check. Okay, ihr dürft euch frei bewegen. Okay, Männer, Lageinformation für alle, die Leute mit den Westen, die Waffen tragen, haben auf jeden Fall außerhalb des Sicherungsringes zu bleiben. Haltet euch nur im Hotel auf, ja, Sicherungsposition weise ich euch jetzt zu, dazu einmal bei mir sammeln, alle die von Alpha sind. Sie sollten ihren Balkon mal überprüfen. Der ja, ich habe gemeint, ich wollte gerade sagen, im zweiten Stock ist auch eine Tür. Da sollten Sie nicht durchlaufen, da ist hinter nichts. Ja, das hat mein Kumpel gerade gemerkt. Ja, Feuer, du gehst hinter den Tresen sichern? Also nicht auf Balkon, ja, sondern ich meinte jetzt eigentlich hier. Ist die Tür? Ja, dann gehe ich wenigstens da raus, aber... Ja, dann ballern die dich weg. Ballern wir hier schon? Negativ. Wir sind jetzt im zweiten Stock. Ja, dreh ihm drum mal, weil ich alles gleich aussieht. Man geht links. Jo, ich check gleich den Raum hier. Ja. Nein, das ist Händler. Ah, machen wir gleich, warte. Wir lassen uns nicht durch. Ich prüfe die Sessel noch und schau, ob hier noch Sessel. Nur der Rest von Alpha einmal bei mir sammeln. Das ist das Fahrzeug, was ein Stück weit außerhalb des Geländes steht, ein Stück zurücksetzen. Sollen Tick und ich nicht weiter durchsuchen? Wir sind gerade aktuell im zweiten Stock. Achso, ja, dann durchsucht zu Ende, dann bezieht ihr Position auf dem Dach, verstanden? So, verstanden. Beschuss? Wir haben hier vorne Beschuss. Was ist denn? Richtung Ost. Hinter den Tresen, gehen wir hinter den Tresen, sofort. Was? Sofort hinter den Tresen legen, los. Hinter den Tresen und hinlegen, auf den Boden, flach hinlegen. Kommst du wieder hoch? Nee, ich kann nicht mehr sagen, was hier los ist. Lageinformation, Sawyer, du begibst dich ins Gebäude sicher hinter einem. Ja. Das ist definitiv Beschuss auf. Sawyer, halt die Tür. Halt die Tür. Was ist hier los? Meine Hotel wird durchlöchert. Gehen Sie in Deckung, Sir. Meine Hotel wird durchlöchert. Was ist hier los? Ihre liegen ihre Leute. Hier liegt einen Mann von ihnen. Können Sie mir die Position? Wo sind Sie, Sir? Fangen noch da. Hier unten ist eine Mann bei der Raum, wo die Interview kommt. Direkt am Tresen.
Hier runter, am Ende der Treppe. Alpha meldet Windex am Boden. Im Hotel, im Besprechungsraum. Yay! Ich will hier raus. Vermutlich Feinde im Haus. Ich will hier raus. Lassen Sie mich raus.